dann hat er es quasi schon verloren, weil er soll es richtig untersetzen. Dann denkt er falsch. Ich glaube, das ist einfach der Zug der Zeit, dass nicht jede Gemeinde alles umbinden kann. Natürlich, alles, was in einem Dorf zugespart wird, sei es von Infrastruktur, sei es da kein Bus, da kein Kreisler, weil ich selber mal eine Kleinschule zugespart, hätte man bald einen Bürgerkrieg gehabt. Da nicht um Einsparungen geht, sondern schon um Effizienzsteigerung. Ja, wenn man einfach ein Baukastensystem mal, damit jeder wirklich, der was auch nicht so gut ist, auch einen Erfolg sehen kann. Mhm. Und das wird nicht. Also es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Wir werden natürlich besonders Menschen einladen, die da einfach ein Interesse haben und vielleicht schon Vorkenntnisse mitbringen, aber erforderlich sind sie nicht. Und wir werden auch dezidiert versuchen, auch Frauen für dieses Projekt zu gewinnen. Was muss ich berücksichtigen, wenn ich ein grenzüberschreitendes Projekt starte? Wir haben eure Regios und wir haben gesagt, da gibt es eigentlich Experten, die mit den Menschen außerhalb der Grenze schon viel zusammenarbeiten, also machen wir uns das zunutze und wir wollten im Jänner einreichen, dass wir dann Ende des Jahres die Information bekommen haben, ja in Bayern sind sie jetzt noch nicht so weit, vor Oktober braucht es gar nicht kommen. Also wir hätten ein zusätzliches Jahr verloren, deshalb so wichtig, von Beginn an die Partnerregionen auch dazu animieren, wirklich mit ihren zuständigen Landesstellen zu sprechen. LIDA-Forum Österreich, Verein LIDA-Forum Österreich, also der Verein der österreichischen LIDA-Regionen. Was ist das? Wir sind unabhängig, also politisch unabhängig ist da gemeint, und ein freiwilliger Zusammenschluss von LIDA-Regionen in Österreich. Verstehen uns als Kommunikations- und Arbeitsgremium. Also das Arbeiten, das Umsetzen ist doch bei uns im Fokus. Wir wollen die weitere Stärkung des LIDA-Ansatzes, setzen uns für die Weiterentwicklung ein. Und wir wollen natürlich die Zusammenarbeit stärken mit den schon vorhandenen Netzwerken. In unterschiedlichen Bereichen sehr viel Know-how. Das heißt, wenn es Fragen gibt, egal ob es um Projekte geht, ob es thematische Fragen sind, ob es um Experten, Expertinnen in dem Bereich geht, wir haben relativ kurze Wege, um unterstützen zu können. Die Frauen in Bergregionen, in peripheren Regionen ganz generell. Wenn die Frauen gehen, stirbt das Land. So lautet der drastische Befund einer Studie der Universität für Bodenkultur über die Folgen der Landflucht. Und das Europäische Parlament bringt es mit einer Entschließung auf den Punkt. Frauen leisten einen wesentlichen Beitrag zum Fortschritt und zu Innovationen auf allen gesellschaftlichen Ebenen und zu einem Anstieg der Lebensqualität, insbesondere im ländlichen Raum. Ja, wir haben es bereits gehört, Frauen nehmen nicht nur eine Rolle ein, sondern eine wahre Rollenvielfalt. Thank you.
Ja, wir haben jetzt das Projekt über ein Jahr. Wir haben bis jetzt über 500 Teilnehmer gehabt. Das hat alle unsere Erwartungen erfüllt und eigentlich übertroffen, wo wir da gestartet haben. Was mich sehr freut, das ist die Altersunterschiede. Das ist, die Jüngste war bei 20 Jahren und die ältesten Frauen, die sind bei 75 Jahren. Und ja, ich finde, das ist ein ganz ein tolles Projekt, was wir da gestartet haben. Bad Heringstreuch, Kufstein und Tiersee. Und die Gemeindegrenzen sind hier mit Schwarz eingezeichnet, mehr oder weniger. Da ist Grenze Tiersee, Kufstein, Kufstein-Schwoich, Hering und Schwoich ist da jetzt nicht drin, aber die liegt ungefähr hier. Zum einen das Büro Pollhammer, die Gemeinde Bad Hering und Schwoich übernehmen wird. Ja, das Projekt Netzwerk Handwerk wurde letztes Jahr eingebracht. Offiziell genehmigt wurde es jetzt heuer im März 2017 als Bildungsprojekt. Dazu hat es jetzt schon einen ersten Workshop gegeben, eine Kick-Off-Veranstaltung mit ersten Interessenten, Mitgliedern. Jetzt geht es weiter mit der Projektentwicklung, das heißt, dieses ganze visuelle Erscheinungsbild wird erarbeitet, Website, Markenbranding und auch natürlich erste Programmpunkte werden entwickelt. Weil das Image verbessert wird und das Projekt bietet den Vorteil, dass die Arbeit, der Bildungsauftrag erfüllt werden. Wenn man eine Ambulanz anruft, einen Termin ausmacht, bevor man 3 bis 4 Monaten einen Termin bekommt, wenn überhaupt. Also es gibt akut genug Nachrufstage, wird der Patient angeschaut. Wichtig ist immer das Maß. Das ist wie bei allem. Und das ist gerade bei jungen Patienten häufig der Fall, dass sie kommen, dann am Anfang sind noch Schmerzen da, so dann wirken die Medikamente, dann werden die Schmerzen immer weniger, dann fängt man an mit der Therapie und dann hat man vergessen, dass ich überhaupt irgendwas hatte. Steht ganz im Grunde bewegen. Schnell sein, einfach nur Runde bewegen. So. Wenn man so jetzt vielleicht die Webseite einmal anschaut, das ist die Startseite. Hinter dieser Webseite ist eine Datenbank verknüpft. Das heißt, wenn ihr die kleinen Flurdenkmäler jetzt in Reitern fotografiert, dokumentiert, vermesst, wird es da in die Datenbank eingeben. Ja, das könnt ihr dann auch, ich erkläre euch dann kurz die Datenbank. Wird es in die Datenbank eingegeben und ist dann, wenn das jetzt zum Beispiel vor einem Chronisten begutachtet wird, beziehungsweise Korrektur gelesen wird, ergänzt wird, wird das dann auch freigeschalten. Das heißt also, das, was es macht, das verschwindet nicht irgendwo in einer Schublade, sondern das ist dann für die Zukunft jeden, der was sich für das interessiert, sei es jetzt von der einheimischen Bevölkerung, sei es jetzt die Gäste, die was da in die Region kommen, die was zu uns kommen, die können sich dann über diese Webseite, über die kleinen Flurdenkmäler informieren, die was ihr erfasst. Ich möchte euch recht herzlich begrüßen bei uns im Traktorenwerk Flinten im Namen der Geschäftsführung mit einem eigenen Shuttle von uns, bitte. Genau, das ist Lager und gegenüber ist Innovationszentrum. Da sind dann unsere Ausstellungsmaschinen und die Vorführmaschinen und ein paar gebrauchte. Ich bei euch da hinten den Zylinder, wo das Radl zum Lenken geht. Mein Name ist Alexandra Höck. Ich bin Koordinatorin vom Projekt Wunsch Oma. Das Projekt startet jetzt in das zweite Jahr und wir arbeiten gemeinsam mit den zwei anderen Regionen im Tiroler Unterland und die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Wir profitieren alle davon, von der Zusammenarbeit und haben dadurch auch einen ganz anderen Wirkungskreis.
Es macht viel mehr Spaß, zusammenzuarbeiten und sich auszutauschen. Und es war genau der richtige Weg, dass das alle drei Regionen gemeinsam gestartet haben. Durch das Projekt Wunsch-Oma sind in allen drei Regionen je ein Arbeitsplatz für Frauen geschaffen worden. Und auch für mich. Und ich bin überzeugt davon, dass das Projekt sehr positiv ist, weil es wirklich Generationen verbindet. Es schafft eine Plattform, Familien, zugezogene Familien, die es auch eben im Unterland sehr viel gibt, mit aktiven, älteren Menschen, mit Senioren zu verbinden und somit wirklich ein generationsübergreifendes Netzwerk zu schaffen. Was ist eigentlich Urbanisierung? Wovon reden wir, wenn wir über Urbanisierung sprechen? Die Urbanisierung hat im Grunde genommen zwei, ich sag mal, Qualitäten. Zunächst mal einen quantitativen Aspekt. Man sieht hier in Tirol nur um ca. 1% der Anteil der Verheirateten hat abgenommen. Schaut man sich die Entwicklung der Wohnungszahlen von 2001 bis 2011 die Veränderung an, ist in der gesamten Untersuchungsregion ein Anstieg zu erkennen. In this project, employees of different companies are acting as ambassadors for immigrants. They act as teachers 2 to 3 times a week. Step into this transnational cooperation project we have now 60 partners, and from every area of the partners are people in this room now.